Bitte komplett. Und weiter geht die Reise in GTA Online in der Spielliste, diesmal mit einem roten Masacro. Auf der Strecke so und so von hast du nicht gesehen. Sollte ich echt mal nachgucken, wer die Strecken jeweils gemacht hat. Also gefahren bin ich dir auf jeden Fall. Der gleiche Scheiß wie beim letzten Mal, als wir die Liste gefahren sind. Da haben sich auch alle beim Start eingebaut. In den Reifen. So, das war ein bisschen Startschwierigkeit hier. Und der Maldini war wieder als einziger weggekommen. Wie hat man den nämlich auch gekauft? Ich meine, ob dieser Compact kommt. Aber, dabei ist so, schwer, aber ich gebe mir jetzt Mühe, noch irgendwie einzuholen. Ich weiß zwar nicht, wie gut ich hier mit ungetunten Wagen bin, denn wir haben wieder ungetunte Sportwagen. Falls ihr euch... Das bin ich. Scheiße. Der Porsche. Wie nennt man das? Ach, hey. Ich stand quer eine Raffen hier rein und dann die Klippe runter. Ja. Das war etwas unglücklich gelaufen. Schön, wenn man als erster vorne wegfahren kann. Ey, ich bin Dritter, was ist da passiert? Aber gut, hat man ein bisschen was aufzuholen, ja, das ist ja auch. Vierte. 41 Minuten. Einer respawnt, schätze ich, ne? Wie kann's für dich wieder oben tun? Hoppa. Ah, jetzt. Boah. Es geht nur, wenn du langsam bist, glaube ich. Ja, jetzt ist es. Achso, das war der besagte Blister Kompakt hier. Ach komm. Vom Rip Pager. Okay, da hat sich jetzt nochmal eine Ecke schwieriger ausgesucht. Zuvor ist er ja mit dem Komet gefahren, jetzt mit dem Blister, das ist schon gewagt. Schöner denn auch. Oh, ich sehe mich nach vorne kommen. Vielleicht hat der Palex drin. Aber irgendwie ist es witzig. Ach Mann. Und was sollte das sein eigentlich? Okay, ich witter wieder Morgenluft. Wahrscheinlich ein Toyota oder ein Honda oder so sein. Ja, ja. Aber ich glaube, Cesario Maldini fährt diesmal auch nicht so ein ganz tolles Auto. Müsste ein 9F oder was könnte er da haben? Boah, nee, ich hätte auf gar keinen Fall den Porsche nehmen dürfen. So, zum Rumheizen habe ich den ja immer gern im Story Mode, aber ich komme gar nicht mit dem seiner Hinterachse klar, wie der rumrutscht, ey. Überhaupt nicht. Oh, da kam ich noch so gerade vorbei. Keine Begegnung in der letzten Runde mit ihm. Mit dem Sawyer. Nee, Sawyer. Übrigens etwas neuer in der Crew. Bisher leider noch nicht so oft mit ihm gefahren, aber dafür habe ich ja jetzt zum Beispiel diese Spielliste. Da kann man sich denn jedoch etwas besser kennenlernen. Ja. Ich hab's schon kürzt er hier an den Reifen vorbei ab? Ich glaub's nicht. Also Cesario, das ist nicht in Ordnung. Wenn man hier in der Passage über den Staudamm nah an jemandem dran ist und man kennt die Leute und will keinen Unfall bauen, dann hat man auch das Nachsehen, weil da hier ist nichts mehr überholen. Bei jemand Fremdem wäre es mir egal gewesen, da hätte ich versucht vorbeizuziehen. Ja, klar. Aber auch mit Vorsicht natürlich trotzdem, weil... Man will ja trotzdem fair bleiben. So, mal schauen, ob ich da noch rankomme. Gott, da hat er ein schlechteres Auto als ich und ich komme trotzdem nicht ran. Na, jetzt habe ich noch mal richtig viel Zeit verloren. Mach jetzt einen Fehler. Stand ich quer auf dem Staudamm. Und da ist nicht viel zum Rangieren für wieder gerade zu drehen. Ja, das stimmt schon. Was in der Kurve gestreckt ist. So, jetzt liegt es in dieser Runde. Ja. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Verdammt. Ich fahre ja sonst auch nur so zum Spaß. Glück für mich. Also ich bin in da hat der Maldini doch mal einen Fehler gemacht, wenn er das nicht absichtlich getan hat. Dem traue ich hätte alles. Hätte ich mal den Carbonizare nehmen sollen, den habe ich ja auch. Oder der rutscht auch viel mit dem Heck. Ja, es sagt, dass der Blister ist vom Handling her, war er nicht so schlecht, aber... So, jetzt mal sehen, dass ich vielleicht ein kleines bisschen Vorsprung gewinne. Wäre gar nicht mal so schlecht. Ach, der Sultan ist doch cool, den habe ich auch komplett getuned in der Garage stehen, nur so zum Spaß mit Neon drunter. Ja, das stimmt schon.
Das hat Scheißbremsen. Das Scheißbremsen, sonst wäre der eigentlich ganz gut. Ah, da ist er wieder rangekommen. Da ist er wieder rangekommen. Die Stelle kann Maldini richtig gut. Ja, da kann man sie wenigstens so als Lancer Evolution. Die nimmt er irgendwie besser. Ja, sowas in die Richtung oder Subaru Impreza, irgend sowas. Vielleicht sollte ich die. Ups. So Rallye-Auto-mäßig. Stellen nicht immer so nehmen, wie ich sie nehme. Älteres Modell. Aber dieser Blister kompakt. Oh, das wird jetzt richtig ja, hart, da vorbeizukommen. Es gibt viel zu viel Sportwagen, habe ich so im Gefühl. Die haben oh, viel zu ich viel ahne Sachen Böses, in die Sportwagen gepackt, Böses. Die eigentlich eher bei Coupé reingepasst hätten oder bei Kompaktwagen. Ja, das muss ich leider abgeben. Ja, das war jetzt glücklich. Glückwunsch, Cesario Maldini. Der Schwarzer, oder super rausgefahren. Doch, der Schwarzer, der ist ja auch Sportwagen, den hätte ich auch eher bei Coupé reingepackt. Mit einem. Oder ja, ja. Ich jetzt gerade richtig? Doch, der Schwarzer meine ja, ich ja. 9 ich glaube, der Schwarzer ist der richtige, den ich gerade meine. War ich doch richtig. Boah. Okay, der 9F, Zion ist aber, der Zion ist aber ein Ding. In den richtigen Händen richtig okay, schnell ja. sein. Ja. Ja, gut, bei dem passt den soll man gar nicht mal unterschätzen. Das machen, verstehe ich auch. Beziehungsweise 9F an und für sich. Nee, bei mir auch nicht. Bei mir dreimal nicht. Naja, als Zweiter lassen sich zumindest Punkte sammeln, wobei das jetzt angesichts vom Blister, den der Rit Major da gefahren ist, jetzt auch nicht wirklich aussagekräftig ist. So, noch einmal die Schönheit von Maldini in seiner popelhaften Erscheinung und bis zum nächsten Rennen, euer Bar.